Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei Standard TV und zur dritten Phase von In Bechern schwingende Lieder. Heute machen wir den ganzen Rest, der noch ansteht. Ich war ja im Urlaub, deswegen konnte ich mich bisher noch nicht darum kümmern. Aber jetzt werden wir die restlichen Aktionen erledigen. Mal gucken, wo wir jetzt anfangen. Also, ich würde sagen, wir fangen mit der lästigsten Sache an. Das ist diese wunderschöne Quest Aroma der Vergangenheit. Und danach arbeiten wir uns durch die Minispiele. So. Die ist dann doch immer recht. Also die letzte war so langweilig. Boah, ey. Puh, ich hoffe, die wird ein bisschen spannender. Mal gucken. So. Da wollen wir hin. Tschak, tschak, tschak. Oh ja. Okay. Ich hoffe, ich kann alle Sachen heute erledigen, aber ich denke, das geht. Die Aktion läuft noch 7 Tage. Jo, also habt ihr noch genug Zeit, die nachzuholen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Paimon wonders how Razor's class has been going. Sucrose, wait! Ja, Noel ist mein meistgespielter Charakter im Abyss. Warum stellen die mir die vor? Na gut. Honorary Knight, Paimon, please stop her. Whoa, you scared Paimon. What's gotten the two of you so worked up? Sucrose and I agreed to present the wine ingredient to you together. But when she heard that Razor will be showing up, she insisted that she won't spend a moment longer here than she has to. I'm not good at dealing with strangers. Anyway, as long as the ingredient gets into the right hands, that's all that matters. Oh, that won't do. We worked on this together, and we should present it together. I can't take credit for what you did. It's not about the credit. Wait! So, does this mean the Knights of Avonius's ingredient is a product of bioalchemy? Yes, it's a quadruple sweetness sunsetia. Quadruple sweetness? But aren't regular ones sweet enough as it is? Also, why a sunsetia? Okay, let me give you the full story. I love the scent of wine, and after reading up on the art of winemaking, I've grasped some of the key principles. In short, whatever ingredients you use, it's essential to include something sweet. In an attempt to select the most suitable ingredient, I gathered samples of all the sweet plants and fruits I could find in the Mondstadt area. Then, I tried them all in turn and took detailed notes. I also factored in the differences between the same ingredient grown in different locations. For instance, sweet flowers from Springvale are a little sweeter than those at Cape Oath. Wow, that sounds like a lot of work. It was no problem at all. Just my duty as a maid of Favonius. The chance to source the Defender's will on behalf of the Knights of Favonius is a huge honor for me. Noelle, your eyes are sparkling. But Paimon thinks it could be because of Lisa's brainwashing. Anyway, I was worried that my evaluation would be too subjective if only I were involved. Thankfully, I ran into Sucrose the other day on her way out of the lab. Oh no! What is it, Sucrose? I just remembered why I left the lab that day. I was supposed to go and fetch some lab equipment we imported recently. Oh. Uh-oh. That look on your face seems to say you forgot all about it and have been in the lab this whole time. Yeah, exactly. Oh, I'm so sorry. Oh. Don't worry about it. It's my fault, really. I'll go and see Marjorie about the equipment shortly.
Carry on, Noelle. Oh, okay. Anyway, Sucrose is a true professional when it comes to this kind of research. I showed her my list, and she made some extremely valuable suggestions. Please, you don't need to go out of your way to compliment me. Noelle filled me in on the background of the whole situation. I was moved to see how seriously she took this task, even though she'd never even met Razor before. However, none of the potential ingredients she had identified were perfect candidates, in my opinion. What we needed was a fruit high in sugar and easily fermentable. After a final look at Noelle's list, I picked the Sensetia sample from near Cider Lake as a basis, with a view to improving it. Using bioalchemical techniques, we were able to amplify the sweetness, then conduct a few tests to compare the results against the benchmarks. Watching Sucrose work on an experiment when she's in the zone blew me away. Such focus and determination. I already said don't compliment me. Anyway, the result of our research is the Epsilon Series Tetrasweet Sensetia, Variation 63. And it's finally ready. The sweetness has been verified through rigorous testing. And the size and color are both optimal, too. Noelle shortened the name to Quadruple Sweetness Sensetia. Unfortunately, it can't be produced on a very large scale under the current conditions. But as long as we have enough for Razor. Traveler, there's something else I'd like to share with you. Growing up, I was lucky. I was never the best at dealing with other people, but my parents never placed any expectations on me. They never said to me, "You need to be more sociable," or anything like that. They just said I should do what I enjoy. So, I'm well aware that I'm one of the lucky ones. I haven't lived Razor's life, and I can't pretend to imagine what it must have been like. So, I don't know how much it will mean coming from me, but I truly hope he can find happiness and spend his life doing what he loves. Oh, Sucrose. Sorry, I am late again. Teacher forgot about the time. Kept talking and talking. That's all right. We were just chatting. Whoa, deja vu. Paimon said the exact same thing 2 days ago. Wait a sec. Where did Sucrose go? Wow, she disappeared the moment he opened the door. Hello, I'm Noelle, maid of the Knights of Favonius. Hi. Here's our ingredient for you. Oh, but I can't take full credit for it. I had help from an alchemist, but right now, she, Right, yes. It's a shame she couldn't be here to present it to you in person. Smells like potion, nectar, and animal crystal fly, right? Wow! Nothing gets past your nose, does it? This Sunsetia is sweeter than ones I have smelled before. Klee said alchemy is amazing. It can make things better. That's right. I hope that this sweet fruit will help you brew the sweetest wine. Thank you all. When she has time, I want to thank her also. Leave that to me. I'll figure out a way to persuade her to not work so hard all the time so that I can introduce you to each other. Okay, I will wait. All right, now that we have all the ingredients, we can finally start making the wine. For that, we'll need a barrel, which, if Paimon remembers correctly, is waiting for us at the Angel's Share stand. Bye, Noelle! We're gonna head off now. Good luck with everything. See you next time. Okay.
Sollte ich vielleicht lieber rüber teleportieren. Geht vielleicht etwas schneller. Ja, ich spiele erst seit 2,5 Jahren, dann muss man natürlich, muss man wissen, wie die Jungs. He told me the whole story. So, this bright idea was a brainchild of you two? How could you? Razor is Daddy's friend. And he was a good influence. Right up until you got him interested in wine. Razor, you better promise me that you won't turn into one of those old booze hounds that drinks themselves silly, slumps over the bar, and bursts into tears. I don't understand. Sounds like there's been some crossed wires here. Klee, what exactly did you say to Diona? I told her that Razor's looking for his mommy with the Honorary Knight's help, and you both seemed really sad and said you needed some wine so maybe Diona could help. But before I finished, Diona said, Klee, say no more. I'm getting involved in this if it's the last thing I do. And then we came here. Okay. Paimon doesn't even know where to start. Diona, it sounds like Klee left out a few important details in the story. Let us set the record straight. So you're saying, Razor wants to make the same wine that his mother and father once made? So he can learn more about them? You better not be making this up to try to pull the wool over my eyes. Sorry, Diona. It was all Klee's fault for not explaining it properly. So, are you still mad? Or can you help Razor make the wine? I caught a bunch of fish for us to eat. And you can pet Dodoko too if you want. I wasn't that angry. We're just trying to help. I understand. I just don't want Razor being led astray, that's all. That's why I may have raised my voice a little bit just now. Well, since none of you plan on drinking it, then I suppose I can help you just this once despite my reservations. But I need you to know that I'm a mixer, not a brewer. So I'm used to working with the finished product. If you really want me to start with a bunch of raw ingredients, that's fine. But I can't make any promises about how it'll turn out. Yay! Diona is the best! Bunch of flatterers. Now watch this. All done! That was quick! Now we just need to find a place to store it. We wait for a windier day. Does that mean we need to put it somewhere exposed to the wind? Maybe Windrise? Very windy. Yep, if you say the word windy, that's the first place on every Mondstadter's mind. Cool! I wanna come too! I have
have to keep an eye on my foolish father, so I won't be joining you. Klee, come and play again some other time. I will, I promise. Honorary Knight, Paimon! Good news! We have some new helpers! These two store owners heard about our charity sale. They want to donate their earnings and join us. What? A donation? Are you sure? Absolutely. Each extra donation means one extra person getting the help they need. Both Pauline and I think that's more important than us making more money than we technically need. This year's Vine Laser Fest is busier than previous years, so we met our target earnings more quickly than we expected. That's enough for us. It doesn't seem right to leave the important task of caring for our most vulnerable to you alone. We just want to help however we can. Please, it's the least we can do. Yeah. Aw, this is the warmest, fuzziest feeling ever. But this does mean we'll have to change the name of our shop. How about Favonian Goodies and Buddies? All right, let's give this all we've got and make this a charity event to remember. Over here for snacks, fresh flowers, and general goods. Folks, grab bargains at Favonian Goodies and Buddies. Huh? Hey, look, it's Albino! Hello there. Looking to buy anything in particular, Albedo? I'm not in dire need of anything right now. I just heard that you were running the Knights of Favonia stall and thought I'd come over. As it happens, Timaeus and I made some progress in our research recently, so I took the opportunity to bring you a batch of our finished product. Consider it our contribution to the charity effort. Take a look here. We've got bottles of... Wait, what is this stuff? It's an extra strong sobriety potion that can sober up the intoxicated and alleviate hangovers. Please, hand them out for free to anyone who needs them. Having some complimentary items will undoubtedly help you attract more customers. Sounds like a super useful invention. It must have taken you ages. Oh? It must have been a while since I demonstrated my capabilities to you. I most likely wouldn't have had any interest in research like this in the past. But now, I think that it's worthwhile using alchemy to make people's lives easier in small ways like this. Definitely! Well, Paimon assumes so, because Paimon's never been drunk before. But plenty of our customers probably have been. It would definitely ruin the mood if someone fell into the lake or tripped over a rock after having one too many glasses of festive cheer. Yeah, Albedo! You should take some snacks back with you and share them with Klee! It's on the house! All right, then. I shan't refuse. I had no idea you two had such keen business sense. It's a savvy choice of location for selling snacks. There's a festive mood all around, and the division of labor is eminently sensible. If any other Knight of Favonius were running the show, it would be a much more, generic operation. Wow! Getting complimented by Albedo is an amazing feeling! This must be how it feels to drink an extra strong sobriety potion when you wake up with a groggy head! Anyway, it sounds like you know quite a lot about running a charity sale yourself, Albedo. Well, I provided a dozen or so landscape paintings for a previous charity event, also run by the Knights of Favonius. They must have been worth a fortune! Well, the people buying them certainly thought so. Some felt that my painting style was a rare one worth investing in,
and offered a large sum of money for each work. This, plus the sizable profits made from auctioning some of my still-life paintings, seemed to give Alice an idea. She used her personal connections to apply for some sort of certification for my artwork. I believe they call it copyright? Later, many artists began to imitate my landscape paintings, and they became a common sight throughout Mondstadt. According to the rules of the copyright that Alice applied for, the artists need to pay me a portion of their revenue for each landscape painting of this style that they sell. Wealth was never one of my goals. I don't care where the money goes, so I entrusted it to the Knights of Favonius and let them manage it. I suppose it would be fitting to use it to pay for the destruction that Alice has created. But from what I hear, they use it all on charitable initiatives, which is also a noble cause. You never cease to amaze, Albedo! Though it was hardly my original intention, I have come to embrace my unexpected philanthropic achievements. Thank you. Well then, I will be returning to the workshop. I wish you and the shop all the best. Thanks for your contribution, and good luck with your research! Come again when you're free! Sprich mit dem Ladenbesitzer bei Favonius, wollte ich dich jetzt erinnern, um dich zu erkundigen, wie es um den jeweiligen Laden steht. Du kannst auch den Reiter verwenden, um dich schnell zu informieren. Die drei Läden der Favonius, wollte ich dich jetzt erinnern, werden gleichzeitig betrieben. Setz wohl überlegt deine Finanzmittel ein und nimm auch andere Faktoren in Betracht, um den Betrieb der drei Läden gut zu verwalten. Okay. Sind wir denn da jetzt quasi durch, oder was? Nein, sind wir noch nicht. Okay, das war einfach nur so eine Side-Note, oder was? Alles klar. Ah, what a curious coincidence meeting you here. Don't get bored. What are you doing here? Well, I awoke to the most magnificent aroma in the air. After following the sweet scent of fresh fruit to its source, this is where I ended up. Yeah, the fruit are super fresh and super duper sweet. I can smell it as well. Yes, I remembered something important. Something that you have to do before sealing the barrel and burying it in the ground. What? We missed something? Razor, do you still remember the scent of that half bottle of Thousand Wind wine? I believe there was a hint of bitterness in there? Yes, there was. And with very good reason, too. The source? This. Dandelion seeds? You're familiar with dandelion wine, right? Well, the people of Mondstadt believe that the wind can bring back the soul, and also preserve memories. Dandelion seeds are like living gemstones, formed from the first wisps of wind in the year. People add them to the mix at the last second as a way of capturing the wind in the very moment that the barrel is sealed. The memory of that moment is then stored in the wine for all time. So, Thousand Wind wine is the original dandelion wine. That's so cool! So now our story will be made into wine, too! As for why it always has a different scent, well, that's because people have the freedom to include whatever ingredients they want. What is it, Razor? What you thinking about? In Mother and Father's wine, I can smell dandelion seeds, but I don't know what else. In my wine, there is a lot of friendship. I still don't understand my mother and father, but I still have you and everyone else.
Everyone has done so much for me. Farka, Teacher, Klee, Bennett, Uncle Brown Cat, Cold Lady, Grown Up with Fake Smile, Gray Tough Girl, Person That Smells Like Animal Crystal Fly, Uncle Brown Cat's Daughter, Green Bard, Paimon, and Traveler. I remember everyone. Making wine is hard work. Making this wine needed everyone working together. Hard work with friends? Not so hard after all. I'm so happy. Thank you. Friends are also Lupikal. Whether I'm human or I'm wolf, it doesn't matter. From now on, all of us are together. When I grow up, we will come back here, and we will open this wine together. What a magnificent monologue. Even as a bard, I don't feel like there's anything else to add. All that remains now is to bury the barrel and wait for the fruit to ferment. We're finally done! Paimon feels like a celebration is in order! If Paimon remembers correctly, tomorrow should be wind coming day, right? Wow! The animal god is coming home! That reminds me. I haven't memorized the song for the toasting ceremony yet. I'd better get back. Friends, I shall see you all tomorrow. Get a good night's sleep tonight. Wait for the whisper of the gentle breeze to rouse you tomorrow morning. Then come and enjoy a performance by the greatest bard to ever grace the streets of Mondstadt. Razor, you were so cool back there. Cool, but inside, I feel warm. No, not like that. When you think something's awesome, you can say it's cool or sweet. Oh, but I think Klee is sweet. Wie süß. Sagen die noch was anderes? Cool. Okay. Oh. Was anderes sagen die nicht? Okay, dann warte ich mal bis 10 Uhr. Okay. So, 10. Ceremony. Okay. Blub, 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 blub. Wow. So many people have shown up to welcome the Animal Archon. Why is everyone crowded around the Angel Share stand? Tradition holds that the finest wine of the Vinlesa Fest only goes on sale after the Animo Archon has tasted it at the toasting ceremony. Everyone's waiting in line for the big moment. Ugh. So welcoming the Animo Archon back is just a means to an end for them, huh? What about you, Lisa? Are you here for Razor? Yes, I was feeling a little concerned about him, but I just spoke with him, and he tells me that the winemaking went very smoothly. Ah, such a relief. A glass of the festival's finest will go down smoothly now, too. Wow, you too, huh? Razor and the others are over there. You should go say hi.
Hey, hey! There you are! Whoa! What's with all these bottles? Selling your own homebrew now? These are for Razor. From us! Mommy said that everyone's welcoming the Animal God today, and we need to give him some wine. If the Animal God likes the wine, he'll turn into the wind and bless everyone. We want the Animal God to be happy, so he helps Razor. Oh, honorary knight! Look what Albedo let me borrow! This bottle is from my dad. Luckily, I managed not to break it on the way here. It's just for show, though. I have to give it back to them afterwards. Mommy said that the Animal God can drink a lot of wine. She said if he wanted to, he could drink the whole of Cider Lake in one big gulp. So, do you think we'd have enough between these and the wine raiser's parents left behind? Ah, Green Bard. Everyone, I am greatly honored to be able to be here today. I have been invited by Acting Grandmaster Jean of the Knights of Favonius to perform a piece for everyone, Thousand Wind Wine. It is some of the finest verse I know. I dedicate it to the wind and to everyone here with us today. Fill up the barrels and store them away, then wait, wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue, as Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom? And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer, turning sour into sweet, bitter notes fade away as we wait, wait for a windier day. Pray tell, what treasure does this barrel hold? 'Tis wheat's greatest triumph, the true liquid gold. As it flows from the keg, what sound drifts by? Wind chimes in the boundless immemorial sky. We raise up our glasses and voices in song as we wait, wait for the wind to sing along. Where do we turn once the thousand winds take flight? To the tales of the lyre, to the sweet dream of tonight. Dear friends, let us now open the wines. To the Animal Archon! To the Animal Archon. There's no wind. Don't feel sad, Klee. But why didn't he come? If the Animal God didn't come home, is it because he doesn't like the wine we brought for him? Of course not. You know, Klee, the wind isn't the only form that the Animal Archon can turn into. He can turn into anything. So today, he must have come back looking like something else. Huh? Really? Maybe he turned into a Jumpy Dumpty! Sure! Jumpy Dumpty it is! Hope you're listening, Animal Archon! Razor, did the Animal Archon bring you a blessing? Yes. I talked a lot with you all, and I learned a lot. Now, I am not afraid. I think that is a blessing. Don't forget to save me a glass of your wine once it's finished fermenting. Yes, we share together, and we remember together. Yay! But now I'm getting thirsty. We've all done a lot of talking. Let's go get something to drink, shall we? I heard that the Angel Share is selling a new drink called Fruits of the Festival. Everyone's saying it's delicious. I want some! I want some! Okay, everyone, let's go! Mm.
Take this, crush it, and place it on the fracture. Listen, Missy. Promise me you'll live on. This is where you must stay. You are our only hope. Forgive me, Kaya. Good, very good. That's my boy. I will always be proud of you. After all the time we spent on it, the wine still isn't ready. May as well leave it for our son. Razor. What do you think of that name? Oh, an adventurer's name. Yes, I like it. Razor? Razor, come on! Das war doch schön. Alle erinnern sich. So. Die Cutscenes von Genshin sind auf jeden Fall on point. So, damit haben wir Aroma der Vergangenheit abgeschlossen. Schön. Und jetzt kommen wir hier zu diesen Sachen. Mach ich's von links nach rechts? Mach ich's von rechts nach links? Ja. Mach ich erstmal die Minispiele hier. Was soll's? So. Okay. Triff dich mit Farabi. Wo ist er denn diesmal? Oh. Der kalten Region des Drachenharts. I love seeing everything covered in a fresh blanket of snow. There's a perfect stillness to it, that's not lifeless, but calm and peace. Reisender, da bist du ja. Huh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Oh, Edmund und Farabi, warum seid ihr plötzlich zum Drachengrad gekommen? Als wir eure Nacht hier erhalten haben, die ihr hier um Treffen gebeten habt, hat Paimon sich ganz schön erschreckt. Das Ganze ist etwas kurzfristig, aber wo ein unerwartetes Forschungsobjekt in einem Erscheinung getreten ist. Oh, ich muss das hier drücken. Unerwartetes Forschungsobjekt. Ja, Edmund hat berichtet, dass er früher am Fuße des Drachengrats die Hufspuren eines riesigen Tiers gesehen habe. Wir haben in letzter Zeit 2 Tage eine Gegend hier abgesucht und dann endlich ganz in der Nähe identische Fußabdrücke entdeckt. Reisender, ich kann bestätigen, dass hier mit absoluter Sicherheit ein riesiges Schneeschwein lebt. Wir haben eine Probe seiner Borsten und seines Blutes beschaffen. Wenn wir eine Probe seiner Borsten und seines Blutes beschaffen könnten, dann würde uns das sehr dabei helfen, mehr über die Lebensbedingungen der Schneeschweinpopulation und über den Grund für ihre Abwanderung vom Berg zu erfahren. Unser heutiges Ziel ist also, dieses riesige Schneeschwein zu jagen? Nein, das ist keine Jagd. In den Legenden von den Jägern ein riesiges Schneeschwein, der wahre Herrscher über den Drachengrat. Da können wir nicht einfach Jagd auf ihn machen. Wenn das aber nur zum Wohle der Forschung geschieht, dann dürfte das wohl nichts ausmachen, ihn für eine kurze Weile gefangen zu halten. Gib Gas, Farabi. Keine Sorge, ich habe viel über die Sache nachgedacht, nachdem ich vor kurzem erfahren habe, dass Mondstadt zur Erntezeit immer ein Problem mit Wildschweinen hat. Wenn wir die Sache mit den Wildschweinen weiter erforschen würden, dann könnten wir womöglich auch Mondstadt bei diesem Wildschweinproblem helfen. Immerhin ist das eine friedliche Koexistenz ja eines der Hauptziele des Studiums von Lebewesen. Hihi. Sieht so aus, als ob er den Reisenden Wein dieser Fest jede Menge eingebracht hat. Stimmt, ich habe nicht zum guten Wein gekostet, sondern auch warmherzige Freunde und ein erstrebenswertes Ziel gefunden. Auch jetzt ist nicht die Zeit, sentimental zu werden. Das kann warten, bis wir wieder vom Berg herabgestiegen sind. Reisender. Nach der Größe der Fußspuren ist dieses Schneeschwein zu urteilen, kann ich es nicht mit ihm aufnehmen. Also musst du das Experiment dir, müssen wir das Experiment dir überlassen. Aber keine Sorge, ich habe hier bereits einen Köder für das Schwein ausgelegt und Jagdwerkzeuge verteilt, das sollte dir die Aufgabe leichter machen. Gut, überlass die Sache mir. Reisender, wenn du bereit bist, werde ich die Köder anzünden, um das große Schneeschwein anzulocken. Ich bin bereit. Glaube ich.
Und ich kriege noch eine kleine Einführung. Ah ja. Okay. Während der Aktion herbstliche Annalen des Katastrophen, der Katastrophenvorbeugung, musst du den großen Schneeeber finden und ihn vorübergehend gefangen halten. Zu Beginn befinden sich der große Schneeeber im emanischen Modus. Benutze die in der Umgebung verfügbaren Vorrichtungen wie Jägerschild und Lockfalle, um ihn aus dem emanischen Modus zu befreien. Standardangriffe können dem großen Schneeeber nur begrenzten Schaden zufügen. Sobald er den emanischen Modus verlässt, kannst du mittels Jagdnetz mehr Schaden verursachen. Also ich muss ihn doch kloppen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Nicht draufschmeißen. Lockfalle ist bereit. So. Ganz check ich's noch nicht. Ach so, wenn er dagegen läuft. Ah, okay. Okay. Muss ich ihn hier gegen laufen lassen? Richtig? Bam. Ah. Okay. Ich habe 3 Jagdfortschritte gekriegt. Ich weiß zwar nicht wie. Vermutlich 2 Sekunden nur hätte ich noch gehabt. Mal gucken. So. Das habe ich etwas zu spät verstanden, aber 30 Sekunden. Ah ja, gut, 30 Sekunden haben wir. Nutze Jägerschild und Lockfallen, um den großen Schneeball insgesamt 3-mal in den Modus Schwindel zu versetzen. Das habe ich getan. Cool. Also muss ich ihn gegen den laufen lassen, der leuchtet und nicht gegen irgendeinen. Okay. Ja, cool. Gut, dann sind wir hier mit Auslöschung jetzt fertig. Wunderbar. Nächstes. Die Generalproben des Götterwinds. Langwierige Generalproben. Langwierig klingt ja richtig beschissen. Na gut. Gucken wir mal. So. Dann muss ich vermutlich noch einmal hier die Charaktere wechseln. Weil so schön ich mit denen hier auch Freundschaft farmen kann. Was übrigens gar nicht so gut geht, weil die alle nicht so richtig geleffelt und gegiert sind. Gegner töten funktioniert damit überhaupt nicht. So. Noch nicht. Ja, was packe ich jetzt hier noch rein? Packe ich hier noch irgendwen anders rein? Ach, ist egal, das wird schon gehen. Weiter, alles klar.
Strahlung. Okay. Zack, zack, zack. Up, up and away. Zack, zack. Zack, zack. Oh, Feuer, hä? Huh? This is order. Let me leave you a bird. Ja, das war klar. Ach, das hasse ich, ey. Mein Gott. Nur weil du jetzt auf so einem Vorsprung stehen musst, ey. Nervig. Order guide you. Stabilize. Fight this on for size. Rain outlines your fate. Rain cutter. Time for a light show. Okay, da geht's also weiter. Alles klar. So, da hier. Oh, Fleisch. Nice. Dass die droppen, finde ich immer noch gut. Das ist, vernünftig, wenn man so viele Gegner besiegen muss und die droppen dann alle nicht. Das ist immer so. Meh. So unbefriedigend. Auch wenn man die Loots nicht unbedingt jetzt braucht, aber. Naja, man tut ja schon was. Man möchte für seine Arbeit ja schon belohnt werden. So. This is order. Witness the power of Guhua. Macht doch weniger Feuerschaden, als ich dachte anscheinend. Ne, der hat sein Schild schon lange verloren. Der kommt nicht aus seinem Enrage-Modus raus, ey. Das ist so komisch. Erstmal, bis die dann, wie viel Attacken die noch machen können in dem Enrage-Modus, obwohl die in Enrage, also ihren Schild schon längst verloren haben und eigentlich aus dem Enrage rauskommen soll. Immer wieder schön mit anzusehen. Wie wonky das doch programmiert ist bei den ersten Gegnern. So, weiter geht's. Hup, hup. Ich meine, die Gefahr ist nicht latent höher jetzt durch die Gegner, aber so. Ha, meine Nase juckt. Ha. Immer noch. This is order. Fallen Amber, help! Go! Ring cutter. No, my sword. Gather. Time for a light show. Jetzt weiter. Sind fast alles Bosse hier. Schon harter Stoff, aber wenn man die Buffs alle holt, hier waren jetzt noch tiefrote Quarzes. Wenn man die noch mitnimmt, merkwürdiger Zahn. Ich wärme mich mal kurz. So. Okay. Die helfen natürlich auch bei der Wärme, die Quarzes.
Hier oben ist ganz schön kalt, ey. So. In so einer Kleidung hier durch den Winter fliegen ist natürlich auch Erkältung vorprogrammiert. Ich glaube, wir kommen jetzt ins Bossgebiet. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Nee. Komisch. So, weiter geht's nicht, ne? Ne, das waren alle. Okay. So, was gibt's hier? Ah ja. Ordentlich. Da muss ich jetzt auch noch aufholen, ey. Das wird auch spannend, ob ich das noch schaffe. Okay, ja gut. Das lübt. Was ist los mit dir, mein Schatz? So, ich habe da was von Belohnung gehört. Zack, 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 zack. Und zacke die Zack. Oh, lecker. Okay. So, jetzt kommt der Lorden. Gehe zum Laden. Gleich Teleport. So. Da ist mein Laden. Da sind haufenweise Läden. Warte mal. Habt ihr irgendwelche neuen Anweisungen? Lass mal gucken. Kundenzyklus 11. Muss ich überlegen, ne? Ah, hier kann ich jetzt alle drei. Okay, verstehe. Gut, dann keine Ahnung. Fange ich hier an? Das sieht alles ganz gut aus, ne? Machen wir erstmal den. Jetzt muss ich für alle wirtschaften, verstehe. Dass es bei allen passt. Hier habe ich natürlich schon alles. Oder? Kosten. Geschäfte öffnen. Hä? Wieso kostet das so viel? Ach so, das ist für alle drei. Okay. Gut, alles klar. Aha, strategische Inspiration, da haben wir schon mehr. Okay, und mit der strategischen Information können wir doch dann hier hingehen und sowas freischalten. Yep. Sollte ich vielleicht gucken, wo ich das brauche? Ich hätte gerade auch noch mehr machen können. Das habe ich jetzt ein bisschen geärgert, dass ich das schon gestartet habe, aber... Jetzt bin ich am Soll und jetzt kann ich irgendwo noch ein bisschen hier Warenqualität. Ne, passt alles nicht. Aber ich kann hier jetzt noch einen Dings reinpacken. Und zwar, Leute erhöht. Warenqualität wird stark erhöht. Leicht verringert. Warenqualität Betriebe werden geringfügig verbessert. So. Warenqualität ist immer gut. Oh. So, zack, zack, zack. So. Ich bin schon ein Konglomerat hier. Nice. Aufgeweichte Ware. Okay.
Das muss ich jetzt mal gucken. Gemischt waren. Okay, überraschendes Ereignis. Nein, so wird das niemals enden. Was ist denn, Herr Matz? Gibt es im Laden ein Problem? Nichts Neues, aber es gibt einige Waren auf dem Seeweg, die in Unwetter gerieten und nass geworden. Ich hatte gehofft, sie zu trocknen, bevor wir unsere Läden schließen, um am Ende des Festpreises günstig zu verkaufen. Aber im Mondstadt ist die Sonne sehr schwach. Was? Und wir sind am Mostsee, wo viel Feuchtigkeit in der Luft ist, also hatte ich bisher keinen Erfolg. Wenn das so weitergeht, werden all diese Artikel des täglichen Bedarfs verschimmeln. Das ist wirklich nicht leicht zu bewerkstelligen. Wenn man ein Feuer anzündet, um diese Waren zu trocknen, das hört sich ein bisschen gefährlich an, oder? Paimon ist sicher, dass Bernhard und Lea uns daran hindern würden. Ich hätte es doch mit Flammenblumenblatt. Nee, Anemograna. Also man konnte die Waren mit dem starken Wind von Anemograna ausgetrocknen. Das Wind sollte ausreichen, aber würden die Waren fortwehen. Wenn man sie in Seilen aneinander stört, um das Gewicht zu erhöhen, sollte ihr nichts passieren. Das klingt nicht schlecht. Ich schicke gleich Johann los, um Anemograna zu besorgen. Lass ich Johann rüber senden. Vielen Dank euch, bitte nimm das Zeichen meiner Dankbarkeit. Neue Ladenstrategeme. Echt? Okay. Ich dachte, der hat jetzt hier ein unerwartetes Ereignis, aber. Das habe ich jetzt quasi aufgelöst, oder was? Was haben wir denn noch? Warenqualität wird leicht erhöht und bei einem unerwarteten Fall wird die Warenqualität zusätzlich erhöht. Warenqualität wird stark erhöht. Hier, alles drei wird erhöht. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt natürlich ein Problem. Muss ich irgendwo noch was wegnehmen? What? Reicht immer noch nicht. Ja, die sind alle auf Soll. Ja, der ist auf Soll. Hier kann ich noch, könnte ich noch ein bisschen. Ne, was brauche ich? Dienstleistung brauche ich. Ach so. Alles drei geringfügig verbessert. Na, guck mal. Das sieht doch viel besser aus. Sehr gut. Bin reich. So. Ich habe noch ein paar mehr strategische. Ist die Frage, wo ich das gerade brauche. Das sieht nicht gut aus hier. Also muss ich auf jeden Fall irgendwo was anderes einsetzen. Den würde ich hier mit Dienstleistungen. Ja. Okay. Dienstleistungen verbessern. Der ist schon drin dann.
So. Hat noch ein bisschen was für den Imbestand übrig. Okay, sehr gut. Das packe ich alles in die Warenqualität vom Imbestand. Das sieht gut aus. Gut. Anspruchsvolle Kundschaft. Für einen Kundenzyklus sind die Ziele für die Betriebseffizienz des Gemischtwarenlands und der Dienstleistung des Blumenlands strikter. Okay. Das wird jetzt spannend. Okay. Es ist die Frage, wo sie so. Ach, guck mal. Ja, ich kann bei beiden einen einsetzen, aber. Hier muss jetzt beim unerwarteten Fall Betriebseffizienz. Muss ich das rausnehmen? Effizienz. Okay. Und dann muss ich ein bisschen Dienstleistung noch rein. Rückmeldung. Oh, das hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen. Fuck. Gut zu wissen. Egal. Ne, das sind zu viele Dienstleistungen. Sind wir leicht verbessern wollen. So, okay. Das hätten wir soweit. Ah, die braucht auf jeden Fall hier was mit Dienstleistung. Ach, scheiße, aber ist das auch? Ah ja, doch, geht. Ah, ich habe noch ein paar zur Verfügung. Sehr gut. Und hier könnte ich jetzt noch... I see. Warenstrategie komme ich schon ran. Betriebseffizienz und Dienstleistung komme ich nicht ran. Betriebseffizienz. Und Dienstleistung. Nein, mir fehlt einer. Ah. What? Sehr gut. So, jetzt kann ich hier noch so ein Ding reinbubbeln. Früchte der Qualität. Nehmen wir das mal. Okay, die sind alle auf Soll. Ja, okay. Blumenkombination. So. Blumenladen. Überraschendes Ereignis. Die Blumenkunst ist eine wahre Wissenschaft. Bist du in Schwierigkeiten, Fräulein Pauline? Eigentlich ist das keine große Sache. Für gewöhnlich verkaufe ich die Blumen nach Sorten sortiert, weil ich finde, dass es für die Kunden einfacher ist. Kürzlich habe ich jedoch gehört, dass die Kombination verschiedener Blumenarten sie noch hübscher aussehen lässt. Ich habe versucht, sie zu kombinieren, obwohl ich den Zusammenhang dahinter nicht ganz verstehe.
hat mein Geschäft während des Weinfests deutlich mehr Umsatz gemacht. Deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Fähigkeiten in der Floristik verbessern kann. Sollte ich einen professionellen Lehrer engagieren? Ja, was Paulina sagt, ist tatsächlich eine Überlegung wert. Was denkst du? Guck einfach deine Eingebung. Du sagst, manchmal kann man Eingebung sehr hilfreich sein. Denke nur daran, Fräulein Pauline, dass du in dem Geschäft so einen großen Erfolg hattest und einfach Blumen und Intuition kombiniert hast. Das bedeutet, dass du eine reiche Eingebung besitzt. Von nun an musst du also nur noch der Intuition folgen. Du kannst dir sicher sein, dass du ganz allein Erfolg haben wirst. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass jemand sowas zu mir sagt. Das füllt mich mit Zuversicht. Jedenfalls danke ich euch für eure Anerkennung. Ich möchte mich unbedingt erkenntlich zeigen. Dies ist eine kleine Aufmerksamkeit von Herzen. Bitte nehmt es an euch. Oh, nur eine Ladenstrategie. So. Gut. Jetzt habe ich wieder 100. Jetzt muss ich mal eben gucken. Zack. Das ist ein bisschen viel. Okay, das lübt. Das lübt auch. Sehr schön. Und ich habe noch ein bisschen was zur Verfügung. Nice. Dann könnte ich jetzt hier oder hier jetzt auch noch. Wo habe ich denn viel reingebuttert? Hier ist Qualität, das ist in Ordnung. Betriebseffizienz. Hier habe ich auch viel in Qualität gebuttert. Dann mache ich das hier nochmal rein. Rückmeldung. Wenn alle drei großen Richtlinien ihr Ziel erreichen, steigen die Einnahmen des Ladens bei aktuellen Kundenzyklus um 50%. Uiuiuiui. Das ist ja noch viel besser. So. Aber ich habe da noch was zur Verfügung. Kann ich da nicht noch ein bisschen hier rumbel die Spumbel? Schnickel die Wechsel? Stimmt. Und die haben ja hier auch noch die besonderen Strategien mit drin. Warte mal, die kann ich jetzt auch rausnehmen. Was passiert dann? Ah, die gehen ein bisschen in den Keller. Komme ich da noch ran? Komme ich. So. Guck es dir an. Was gibt's denn hier noch? Solange dein Geschäftseinnahmen unter 400.000 liegt, werden die Betriebseinnahmen für jeden Kundenzyklus um 40.000 erhöht. Liegen sie bei Überfallzyklus um 10% erhöht. Solange die Gesamteinnahmen unter 200.000 liegen. Ne, das muss ich. 80.000 liegen. Ne, da muss ich das Große nehmen. Moment, das sind nur 10%. Ich hätte hier mit R anfangen sollen, glaube ich. Scheiße. Und vielleicht steigen die Einnahmen des Ladens bei aktuellen Kundenzyklus. Wenn sie über 400.000 liegen, wenn. Ja, das sind dann. Wie viel ist das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist mehr. Wenn ich ehrlich bin. Kann man hier noch mehr drechseln? Hier? Betriebseffizienz. Noch nicht. Betriebseffizienz. So. So. Gut. Mach ich's mal so. Den Blumenladen an, Alter. Guck mal, was der. Boah, wie viel mehr der als die anderen gemacht hat. Kranker Scheiß. Nächster Zyklus. So. Ich habe noch keinen Links zur Verfügung. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
Okay, und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, schon gehabt, dass das gereicht hat. So, ich habe auch noch ein bisschen was zur Verfügung. Hier würde ich... Gute Frage. Nee, da kriege ich nichts hin. Aber ich kann ja hier beim Blumenladen, beim Imbestand, auch dieses mehr Kohle reinmachen. Jetzt ist die Frage, wenn... Also einer von den Läden macht ungefähr 18.000. 1.800 mehr. Ich kann das sowieso nicht. Ah, okay, warte mal. Aber das hier ist ja genauso sinnvoll, oder? Ja, ich muss die eine Rückerstattung wegmachen. Die andere Rückerstattung hinmachen. So. 80.000, 200.000, die sind doch immer 10%. Das ist ja dann egal, oder? Aber ich mach mal eins von denen hier. Um zu gucken, ob das mehr bringt. Schauen wir mal. So. Ne, guck's dir an. Im Bestand 25.000 und die 28.000. Kranker Scheiß. Oh. Nächster Zyklus. Und Kundenandrang. Für einen Zyklus sind die Ziele für die Warenqualität des Imbestands, die Betriebseffizienz des Gemischwarenladens und die Dienstleistungen des Blumenladens strikt. Okay. Das ist jetzt der Moment, in dem man Dings macht. So, das ist den letzten, in dem man sich Leute dazu holt. Hier. Warenqualität um 30. Danke, Stealth. So. Betriebseffizienz. Hat jemand das drin von euch? Da. Benedikt, dankeschön. Was? Ich kann nur. Ich habe doch hier aber links eingesetzt. Ich kann nur einen Assistenten oder was einsetzen. Heieiei. Na gut, dann mache ich das hier anders. Oder warte, ich teste es mal. Betriebseffizienz, wo hatte ich es da? Okay. Jetzt ist er hier drin. Aber hier nicht mehr. Okay. Muss mal gucken, wo es. Macht keinen Unterschied. Okay. Ne, mach ich jetzt das. Dankeschön. So. Hier kann ich ja noch eine neue Strategie einsetzen. Neue Strategie. Betriebseffizienz. Blub, 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 blub. Betriebseffizienz. Sehr gut. Okay. Jetzt hier muss ich dann... Oder? Easy. So. Da sind wir schon am Soll. Und ich habe noch ganz viel übrig. Ich könnte theoretisch noch ein bisschen was rausholen irgendwo. Der hat schon, wenn ich dem jetzt noch die 10% angebe, was haben wir denn da? Wenn ich das wegnehme und hier eine, diese andere 10% noch hole. So.
eine gute Frage. Ich mach's mal so und dann mache ich mal hier beim Innenbestand mache ich mit den 30% mache ich mal weg und ich nehme das mit den 10%. Ja, aber ist doch eigentlich 30% ist doch eigentlich wesentlich mehr, oder? Wenn die Warenqualität jetzt hier erreicht, steigen die Einnahmen des Ladens beim aktuellen Konsum um 30. Und hier ist es, solange werden die Betriebseinnahmen für jeden Kundenzyklus um 200.000 erhöht. 20.000 erhöht, liegen sie bei 200.000, werden die Betriebseinnahmen um 15% erhöht. Ist das jetzt weniger? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß. Ja. Na komm, lass ich das so. Und dann mache ich hier. Mache ich dann noch. Nicht das, sondern. Das andere. Betriebseffizienz, meinetwegen. Ja, dann mach das weg. Mach das mit der Betriebseffizienz rein. Wo ist es denn? Da. Dienstleistung, Betriebseffizienz da. So. Muss ich erstmal wieder dahin kommen. So, ich habe noch 800. Kann ich damit noch irgendwas anfangen? Ah, tatsächlich. Sonst noch irgendwo. So, okay. Ja, ich habe nur noch 2 übrig. Das sollte dann passen. Hier passt alles, hier passt alles, hier passt alles. Okay. Ja, jetzt geht der Endbestand schon ein bisschen mehr ab. Je mehr es wird, desto mehr sind 30% besser. Überfluss. Der Zyklus. Ich habe nur noch 2 Zyklen, glaube ich. 50.000. Nett. So. Ja, Ritter Paimon, es gibt schon wieder eine Sache, die eure Bestätigung bedarf. Bestätigung? Belästigung? Sehr wohl, sehr wohl. Was ist es diesmal? Der Höhepunkt der Besucherströme des Weinfestes ist beinahe vorüber. Und einige Ladenbesitzer glauben, dass sie einen Überbestand haben werden, den sie uns spenden möchten. Das ist eine gute Geste. Auch wenn das Verschenken von Restbeständen nicht so schön klingt, haben sie sicherlich gute Absichten. Es kann sein, dass auch wir nicht alles verkaufen können. Die Ritter hat recht. Auch unsere Absatzmöglichkeiten haben Grenzen. Wenn uns die Ware geschenkt werden und wir sie nicht verkaufen können, dann werden sie sich schließlich auftürmen. Darunter gibt es einige Lebensmittel und Produkte des täglichen Gebrauchs, die schnell verderben, was eine Verschwendung des Wohlwollens aller bedeuten würde. Ah, an diese Möglichkeit hat man gar nicht gedacht. Dann sollten wir uns anhören, was Shen darüber denkt. Man sollte sich höflich ablehnen, nachdem man den Grund erklärt hat und sich bedankt. Kann man dies an den Ritterorden weiterverkaufen? Das ist eine gute Idee. Manchmal geben die Ritter eine Aufstellung, eine Liste und Dinge des Gebrauchs, die sie benötigen. Wenn die Einwohner gebrauchten Ware haben, dürfen wir sie, die sie verkaufen möchten und die Ritter nichts dagegen haben, können sie direkt miteinander verhandeln und so ihre Verschwendung von Waren reduzieren. Ebenso können die Einwohner bei Bedarf direkt mit den Rittern in Kontakt treten. Vielleicht möchte ja jemand gerade etwas kaufen, weiß aber nicht, dass die Ladenbesitzer auf ihren Waren sitzen, da sie nicht verkaufen können. Sehr gut, dann kann man sich darauf verlassen, dass der Kontakt hergestellt wird. Zurück zum Ritterorden, um den Bedarf zu ermitteln. Gute Nachrichten. Gerade in letzter Zeit gab es viele Menschen, die gebrauchte Ware wollen. Also kann man ihnen die meisten überschüssigen Waren auf Lager wieder verkaufen. Einige Ritter haben sich sogar zusammengefunden, um uns Geld gegeben, um unsere Arbeit zu belohnen. Ausgezeichnet. Es ist damit abgelöst und Bedürfnisse aller werden berücksichtigt. So, weiter geht's mit der Wirtschaftssimulation. Neue Strategeme. Da bin ich mal gespannt. Was gibt's denn da jetzt Neues? Aha, aha. Hier gibt's neue. Spiel mit hohem Einsatz. Solange die Gesamteinnahmen unter 56.000 liegen, dann wird es 60.000. Ach, das ist natürlich hier köstlich. Man, da kann ich ja echt, ich habe ja noch sau viel übrig. Ich kann ja jetzt echt hier noch einen Strategien fahren, oder?
Blumenladen. Ach, der hat schon zwei laufen. Ach so. Ja, scheißegal. Gönn dir mal Dienstleistung weg. Gönn dir mal noch hier Qualität oder so. Qualität, Qualität, Qualität. Ich fürchte, ich schaff's trotzdem nicht. Ich hab zu spät damit angefangen mit den dicken Teilen hier. Ja, du kriegst Dienstleistung. Bist gut in Dienstleistung. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen reinbuttern. So. Du kommst auch weg. Rückerstattung. Was beim Blumenladen? Machen Qualität. So, Betriebseffizienz sollte er ja haben. Ob ich das noch ändern kann oder hatte das auch? Warte mal. Was ist das? Betriebseffizienz. Wo ist es? Wer hat es? Blind. Gesamteinnahmen, Dienstleistungen. Doch hier, Betriebseffizienz. Hat er schon. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann musst du ja eigentlich nur noch... gute Frage. Du kriegst den 200.000 noch anscheinend. Das passt nicht ganz. Das passt doch ganz. Kranker Scheiß. So, und ich habe sogar noch was über. 49.000. 1000 hätte ich noch. Da. Zack. Easy. Mal gucken. Aber ich komme nicht bis auf 1 Million. Das wird zu viel. Richtig. Ist der? Oh, ein Zyklus habe ich noch. So, jetzt ist die Frage, kann ich noch mehr rausholen? Was ist das? Hier sind drei Rückerstattungen drin. Hier sind drei Rückerstattungen drin. Hier sind drei Rückerstattungen drin. Mehr geht, glaube ich, nicht. Ach, na gut, der hat das ja schon nur drin, weil ich keine andere mehr habe hier, um Kohle zu machen. Scheiße. Na gut. Muss ich mal gucken. Was passiert? Sind die alle schon? Oh, der ist noch gar nicht auf. Ups. Ah, ein bisschen was habe ich noch übrig. Aber jetzt wird's eng. Ah. Guck's dir an. Bis auf 23. Aber ich befürchte, ich komme nicht auf die Millionenmarke. Ne. Aber ich darf noch mehr Zyklen machen, okay. Ich dachte, man hat nur 10 Zyklen, aber es scheint auch so zu gehen. Thank you.
Ja, jetzt ist es ja eigentlich nur noch, ne? So, das haben wir alles, das haben wir alles. Okay, die Butter ich jetzt. Habe ich Warenqualität? Ja. Erhältst du einen Teil der für diese Richtlinie verbrauchten verfügbaren Finanzmittel wieder zurück? Ja, also muss ich eine ganze Menge wieder zurückkriegen eigentlich. Bam! Du hast bereits alle Ziele des Wohltätigkeitsverkaufs erreicht. Nice. So. 21 Zyklen, das kann man sicherlich noch schneller schaffen. Aber hier haben wir jetzt eine Krone. Das ist geil. Und ja, Betriebszyklen 21. Nice. Okay. Schöne kleine Wirtschaftssimulation. Found you. Huh? Wait, you came here looking for us? Of course. Do you have any idea how popular your charity stall is? Everyone's been talking about it. Favonian Goodies and Buddies, run by the honorary knight and their sidekick, selling all kinds of fantastic treasures, and even giving away some wonderful others for free. Don't miss out. Paimon's back to being the sidekick? Still, Paimon's really happy to hear that people are giving good reviews. Anyway, what have you two been up to these days? Did you go off on a trip or something? We haven't seen you around the whole festival. That's because we're still working. Huh? You still have to work? Technically, Amber and I are on a vacation schedule. There are more merchant caravans than usual traveling the route between Dornmanport and Mondstadt City during the festival. Extra traffic means extra security is required. Because of monsters and bandits and stuff? Yes. The reconnaissance company is tasked with patrolling this route during the festive period, as well as traveling with the caravans to ensure essential goods are delivered without incident. We have to investigate suspicious locations to eliminate any emerging threats. That seems like a lot of work. Sounds like you'll be working non-stop around the clock right up until the end of the Vine Lisa Fest. Of course not. We take shifts. While one team is on duty, another is resting, and a third team is on standby in case of emergencies. These three teams rotate periodically. Eula's such an experienced captain. She arranged everything this way so that the reconnaissance company can meet the intense demand during the festival, while still giving everyone a chance to take some time off. Gotta say, great organizing, Eula. Yes, all right, Amber. I did my job like I always do. I really don't see what the fuss is all about. That's not the half of it. When you've got the time, I should tell you the story of when Eula got made captain. Now that's a good one. Anyway, we didn't come here just to chit-chat. I'll let Eula do the honors. Okay. I need 40 portions of Knight's special northern smoked chicken, and 40 of Favonia's favorite pile'em up. That's such a huge order! What's the occasion? Wait, are the Knights of Favonia's having an official feast? How come nobody told us about it? Nothing quite as glamorous as all that. Captain Eula wants some supplies to reward her team members with. Correct. Scouts use up an enormous amount of energy in a single day. Each meal, they eat enough to feed... 4 to 5 normal people. Plus, a long-standing member has recently returned to our ranks after a long absence. I thought it would be fitting to celebrate the occasion. Of all the things I could have bought, I thought it would be best to have the money go to you. That way, I can support a charitable cause while I'm at it. Paimon agrees! You made the right decision, Eula. It's what we business owners call a win-win situation! Also, about this long-standing member you mentioned, is it that guy we met recently? Nika, the frontline land surveyor. He was a vital member of our team before the Grandmaster borrowed him for the expedition. Mika!
Yeah, that's the one. Paimon never would have thought that shy little guy was such a strong knight. Mika's not afraid of you guys. That was his way of showing respect to you. Although, admittedly, it is kind of a roundabout way of doing it. He thinks all mighty people have unique personalities, and prefers to understand what makes them tick and the way they think before properly interacting with them. He says it makes it easier to communicate that way. He was the same way toward me and Amber at first. As we gradually got to know each other, he started acting more naturally. Interesting. Sounds like Mika's the one with the unique personality. Mm-hmm. It'll just take a little time, that's all. You are a high-profile figure within the Knights of Favonius. As his commanding officer, I have a duty to make sure no misunderstandings arise between you. It's all right, Eula. We get it. You're just looking after him. Wait, Eula, did you just pay for my portion too? I was supposed to pay for mine separately. I'm not an official member of the reconnaissance company. If you want to get official about it, then fine. It's officially my treat. There, now stop worrying. Oh, thanks to Eula and Amber, we made a whole day's worth of Mora in one fell swoop! Honorary Knight, Paimon, I have the most wonderful news. Thanks to your sterling efforts, the funds we've raised in this charity sale have blown our original predictions right out of the water. It's a phenomenal success! Paimon told you so! We're good at this stuff! But you two deserve all the credit. It's your expert management that made this event what it was. I've handed over all the revenue to the person responsible for managing our charitable funds. And with that, the event finally comes to a close. As a gesture of our appreciation, we'd like to give you both a fee for all your hard work. You've more than earned it. After this, I feel like I could even run a shop of my own in the future. Maybe we'll get the chance to work together one day. It feels like we accomplished a lot together. If the chance ever comes up, let's do it again! Welcome to the Vine Laser. Yes. Ich bin der Meisterwirtschaftler. Ich kann Balken verschieben. Du ahnst es nicht. Wie krass ich diese Balken verschoben habe. Das war der absolute Wahnsinn. So, hier gibt es bestimmt noch Belohnungen. Warte mal. Das war Ladenbetrieb. Wohltätigkeitsunion. Zack, zack, zack. Aber wir haben ja hier noch was übrig, oder? Was ist das? Reiche. Ah ja. Die Truhen sammeln. Richtig. Guck mal. What? Achso, ich muss das erst abschließen. Okay. Okay. Okay, das ist hier. Alles klar. Nein, Moment. Eins. Abenteuer-Enthusiast, das von mir selbst verbreitete, befindet sich in der Nähe eines Andenkenhändlers. Muss ich da erst an das Brett gehen, damit das funktioniert? Weiß ich gar nicht. Ich gehe da mal hin. Nähe eines Andenkenhändlers. Hier kenne ich eigentlich nur eine Andenkenhändlerin. Wenn das ja eine Andenkenhändlerin ist, ja. So. Tada! Aha! Sieht aus, als würdest du meine Tochter kennen. Dann besucht ihr Geschäft oft. Marjorie gefiel es, von klein auf Abenteuergeschichten zu hören. Jetzt gibt sie Mut und Hingabe den Abenteuern auf ihre eigene Weise weiter. Sie ist so ein Vorbild. Ich werde immer stolz auf sie sein. Aber lass sie das nicht sehen, sonst wird das zwischen uns beiden etwas peinlich. Falls du den Drang spürst, dich der Abenteuergilde anzuschließen, kontaktiere Cyrus, Leiter der Niederlassung der Abenteuergilde in Monstern. So. Hallo Freund, ich habe das Geschenk in der Nähe des alten Hotels im Mondstadt abgelegt. Im Hotel wohnen gegenwärtig einige Gäste von auswärts. Altes Hotel. Altes Hotel.
Meinte die Fatui hier? Ah ja. Ich hoffe, das ist Nummer 2. Mhm. Die Familie Gotsch stand schon immer in den Diensten Bürger von Mondstadt. Dieses Hotel ist beladen mit zahllosen Erinnerungen. Wenn die Jugend einmal weg ist, kommen sie nicht mehr zurück. Aber zum Glück habe ich Familie und Freunde an meiner Seite, lieber Freund. Ich wünsche dir ein glückliches Weinlesefest. Vergiss nicht beim Fest viel Zeit an der Seite deiner Lieben zu verbringen, die immer zu Diensten gut. Okay. Riesige Blätter schwingen im Wind. Das Geschenk ist in der Nähe des Hauptquartiers des Ordo Favonius. Das ist doch da hinten. Ist das das Hauptquartier? Ich nehm's mal an. Riesige Blätter. Also da bei dem Baum. Ich weiß gar nicht, ob das das Hauptquartier ist. Ehrlich gesagt. Anscheinend nicht. Riesige. Warte mal, das muss ich jetzt tatsächlich nochmal lesen. Aber wie? Riesige Blätter schwingen im Wind. Das Geschenk ist in der Nähe des Hauptquartiers des Ordo Favonius. Oh, wo ist denn das Hauptquartier des Ordo Favonius? Ist das nicht das? Ach doch, riesige Blätter. Ach so, meint er die Windmühlenblätter oder was? Immer noch nix. Wieder Meterpilz. Wieder Meterpilz. Okay, hier drauf ist es nicht. Up, up and away. Vielleicht da. Ah, da ist ja auch das Hauptquartier. Ah, dann ist das hier natürlich noch ein bisschen näher. Das stimmt. Ah ja, guck mal. Direkt die Bestätigung. Nein! Oh. Als ist sie von der Wand abgesprungen, ey. Ah, Mann, ey. So ärgerlich. Jedes Mal, ey. Da kann ich nicht drauf, okay. Diesmal kletter ich runter. Ist mir zu risky. Nicht gedacht, dass sie da über die Brüstung springt, ey. Wahnsinn. So. Da. Die Flügel der Windmühlen drehen sich Tag für Tag stur weiter, genauso wie jene Kindheitsfreund von mir. Egal wie sehr ich versuche, es ihm beizubringen, er ändert sich nicht. Ich will ihm meine Gefühle aber auch nicht direkt verraten. Fremder, ich wünsche dir ein glückliches Weinlesefest. Wenn du magst, wünsch uns beiden Glück. Okay. Hallo, ich habe das Geschenk in der Nähe des Mostsees versteckt, an einem Ort, an dem ich häufig Enten füttere. Erschrick sie nicht, wenn du es holst. Okay. Das muss ja dann irgendwie hier sein. Weil vorhin war ja der Patch da irgendwie hier oben. Da ist es. Ich bin mit den Enten gut befreundet. Beim Schwimmen sehen sie sehr niedlich aus. Mama hat mir gesagt, ich sollte nicht glauben, sie seien langsam, denn unter dem Wasser rudern ihre Füße pausenlos. Ist das nicht toll? Komm und fütter sie einmal, dann wirst du es auch sehen. Ich hoffe, du kannst sie auch ihr Freund werden. Timmy.
Dem Südwind entgegen strömen die Reisenden ohne Pause, doch niemand interessieren die Geschenke am Nebentor des Sees. Hm? Okay. Das ist dann hier, schätze ich, ja? Nebentor des Sees. Hier ist das Nebentor des Sees, hoffe ich. Hier ist das... Ach, es ist wirklich zu langweilig. Da kommt das Weinlesefest und ich muss immer an meinem Posten bleiben. Dabei kommt fast niemand vorbei, wenn ich am Nebentor vom Mondstadt Wache halte. Oh, du lieber Mensch, dem ich noch nie begegnet bin. Komm doch einmal bei mir vorbei und unterhalte dich mit mir darüber, was alle so beim Fest treiben. Lass mich auch einmal Spaß, am Spaß teilhaben. Der schon bald vergessene Ritter, oh, das war von Just Guy. Oh, Guy, was ist los mit dir? Die Leute in der Stadt sind das so sinnlos, ich habe mein festes Vater sehr beschäftigt. Ich dann hier, ich sollte nach Hause zurückkehren und helfen. Der ist ja so Depri. Hodi. Jetzt habe ich natürlich das wieder weggedrückt. Muss ich wieder rein. Brich auf in die Schatzkammer der Büchermagierin. Wird die Herrin des Immernachts reich dir deine Gnade zuteilkommen lassen. In der Schatzkammer der Büchermagierin. In der Bibliothek. Ich weiß gar nicht, wo man da reinkommt. Gebäude verwechselt vorhin, das war das Problem. Das eine ist die Abenteuergilde und das ist Otto Favonius. Darf man nicht verwechseln. Hab ich aber. Scheißen Dreck Arsch. So, Magier. Aha. Du, der die heiligen Spruch erhalten hast und in meinem Herzen das ehrliche Verlangen nach grenzenloser Weisheit trägst, wandle in dieser Schatzkammer, die endlos Wissen beherbergt, freimütig umher. Dieser Korridor, der diese Welt mit dem Immernachtreich verbindet, dem Ort, an dem deine Prinzessin Ruhe findet, übereile nicht, eine Audienz mit mir zu erhaschen. Wenn du Aufstieg und Fall unzähliger Welten und die Wahrheit hinter den Rätseln gesehen hast, wird die Leiter zum höchsten Königshof vor dir erscheinen. Alles klar. Fische. Dort, wo ich häufig Fisch in die Luft jage, gibt es einen alten und kaputten Güterwagen, hinter dem ich das Geschenk versteckt habe. Wenn du es finden kannst, soll es dir gehören. Oh, den Wagen habe ich nicht in die Luft gejagt. Wirklich nicht. Razor kann das bezeugen. Okay. Okay. Wo ist dieser kaputte Wagen? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn das? Oh, ich habe keine Ahnung, wo dieser Wagen ist. Sollte ich das wissen? War ich da schon mal? Saria hier. Hello again. Sure. Did you have something you wanted to ask me about? Oh. Yes, I read his letter. Barbara showed it to me. She'd been so worried about her father Seamus. She almost burst into tears when she read that the expedition is safe and all of its members are accounted for. Hmm? My thoughts? You're curious what he means to me as a father figure, is that right? Well, I guess I'm not like other daughters. I can't bring myself to worry about him.
He wouldn't be leading that many people if he didn't have the necessary strength and courage for it. He's not the kind of person you need to worry about. Okay. Hello again. Sure. Did you have something you want? So, he's finally come to terms with everything? Sounds like he still has some way to go before he can say he's fully independent. But everyone goes through their own life in their own way. Well done. Sounds like your efforts were all worth it in the end. Hello again. Sure. Did you have something? I thought that if I made it to the Vinlesa Fest, I'd have the chance to spend a whole day in the tavern. Turns out there's actually more work during a festival than usual. I managed to escape to here, but I still can't completely let my guard down. Who knows when Victoria or Dahlia might show up and drag me off to the sung poetry event. Ugh. The sooner this festival is over, the better. Okay. Die ist ja gut drauf. Keine Ahnung, warum die hier am Arsch der Heide steht, aber ich habe sie gefunden. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch diesen Wagen finden, den Klee hochgejagt hat und da, oh, das ist doch ein Wagen. Meint sich hier? Oh, der ist ja nicht kaputt. Ich habe keine Ahnung, wo. Oh. Da liegt ein Wagen. Warte mal, da gehe ich mal hin. Ah, teleporte ich rüber. Schwimmen ist mir jetzt zu anstrengend. So. Do you wanna go fish blasting with me? Das ist auch ein kaputter Wagen. Das passt doch. Oder? Aber. Passt anscheinend nicht. Yes, Razor. The wind is gentle, comfortable. Yes. The message in the letter, I want to thank him. I miss him. Lupercal miss him too. Now I am grown up. I want to hear him talk about human father and mother. The wind is gentle, comfortable. Yes. Their voices, I heard them. Human father and mother were adventurers. Teacher said maybe they didn't survive. I have a wooden box. Inside are treasures from my friends. They are most precious things I own. Inside box from human father and mother is all about me. The wind is gentle. Yes. A long time ago, I thought I was alone, only have Lupercal. Now, I know many people. Everyone helps me. I will help everyone too. Humans, wolves, everyone. I am the bridge between city and outside. Nobles Vorhaben. Okay. Aber ich habe immer noch keinen Fishblasting-Spot gefunden. Muss ich echt noch mal gucken, ne? Wo der blöde Spot ist. Dort, wo ich häufig Fische in die Luft jage, gibt es einen alten und kaputten Güterwagen, hinter dem ich das Geschenk versteckt habe.
Ah, guck mal, das ist okay. Anscheinend da oben. Also ich kann ja nur hier Fischblasting betreiben. Oder da bei dem... bei der Statue. Hier ist kein Güterwagen. Solidify! Raincutter! Time to act! Nee, das ist Bennett. Danke, dass du es für mich vorher geschenkt gefunden hast. Nach dem Lösen von Rätseln, Umgehen von Fallen, Abschließen von Herausforderungen und einen seltenen Schatz zu finden. Das ist es, was mir so am meisten Freude macht. Da es selten so gute Gelegenheit gibt, habe ich den Schatz in der Wildnis versteckt und ein klitzekleines Abenteuer entworfen. Ich hoffe, es bereitet dir keine Schwierigkeiten. Diesen Schatz gehört dir. Ich wünsche dir in der Zukunft immer wieder das Glück. Das Abenteuer Bennett. Ja, blöd. Jetzt weiß ich natürlich nicht, jetzt kann ich Bennetts Aufgabe gar nicht. Kann ich die hier noch lesen? Nee, scheiße. Oh, schade. So, und dann fehlt mir noch die 7. Time to act. Bin ich hier denn da überhaupt richtig? Da, ja. Das ist Klaes, okay. Ja, schade. Oh, das ist im Filmfreundlich schon geöffnet. Fantastisch. Das heißt, ich habe einen Freund mehr. Psst, wenn ich das nächste Mal ausbüchse, können wir zusammen Fische in die Luft jagen. Das wird echt Spaß. Ja, schade. Wie erfahre ich denn jetzt sein Rätsel? Das hätte mich jetzt interessiert. Scheibe. Na gut. Time to act. Ärgerlich, aber müssen wir jetzt mitleben. Okay. So, reicher Segen. Zack. Geht's. Wenn du vor der Haustür des besten Jägers von Quelling stehst, dann geh in Richtung des Cliffs im Süden. Ich habe das Geschenk auf dem Cliff abgelegt. Wenn du es findest, gehört es dir. Es ist eine wirklich interessante Sache. Okay. Des besten Jägers? Wer soll das denn sein? Body and mind. Rosé mit den Fingern in der Klemme? Was? Welcher Rosé? Ja, keine Zeit. Keine Zeit für Rosé. Oh nee, Rosé. So. Body and mind. So. So ein bisschen in Richtung des Cliffs im Süden. Da habe ich ein Geschenk auf dem Cliff abgelegt. Okay. Manche wieder versuche auslaugen. Das Geschenk liegt direkt am Startpunkt. Das von mir vorbeigeschenkt Geschenk liegt oberhalb des Wasserfalls am Rand von Quelligen. Unmöglich könnte es erreichen. Folge deinem Geruchssinn. Das Geschenk befindet sich im Quelligen neben dem köstlich nach gebratenem Fleisch duftenden Ofen. Also Nummer 4, ja, haben wir hier. So ein tolles Fest, reichen Früchte und Wein allein nicht. Auch neben ein paar Geschenken habe ich dir noch ein paar von meinen Steaks eingepackt. Ich will nicht angeben, aber ich habe das frischeste Fleisch verwendet und vorsichtig gebraten, so dass sie selbst in besten Gerichten in ganzen Mondstadten nichts nachstehen. Zur Begleitung habe ich den besten Wein des Fests beigelegt. Wenn du es probierst, weißt du es. Das Fest. Okay.
Ja, das war 4. Okay. Time to act. Des besten Jägers von Quelling. Body and mind. Nehmen wir mal an, er hält sich dafür. Der Olaf. Und dann im Süden am Cliff. Ja. Ah ja, da oben. Okay. Tada. Das ist Diona. Fuck. Drauf und das Geschenk zurückzuholen. Aber wie es aussieht, hast du mich ziemlich auf dem ziemlich viel auf dem Kasten. Dieses Windspiel ist für dich. Aber merkt ihr, trinkt nicht zu viel Alkohol, auch nicht auf dem Weinlesefest. Sonst werde ich die Glocken läuten hören und unterschätze das Gehör der Nachfahren der Kätzlein-Blutlinie nicht. Wenn er zukommt, werde ich dir nicht verzeihen. Warum wird der Name bloß zum Ende fürs Früchtefest? Fruchtfest oder so ähnlich geändert. Okay, verstehe. Ah doch, das war 1. Okay. Dann passt das ja. Mancher wird sich auf der Suche auslaugen, doch das Geschenk liegt direkt am Startpunkt. Am Startpunkt von was? Ah, okay, verstehe. Ja, das ist der Startpunkt tatsächlich. Das Geschenk dürfte dich sehr einfach zu bekommen sein. Keine Sorge, es ist kein Trick. Ich will nur ein wenig Zeit sparen, um ein wenig mehr limitierten Wein trinken. Du musst mir auch nicht deine Kraft vergeuden, um herumzurennen. Das ist für uns beide vom Vorteil. Solltest du dich für den Wein und Geschichten, lade dich gerne ein, mit mir ein bisschen zu trinken. Okay. Das von mir vorbei liegt oberhalb des Wasserfalls am Rand von Quellingen. Nur mit den Mutigsten können das erreichen. Oh, hier sind noch mehr Leute. Hi there. Are you here to take a look at my stall? I have a lot of newly developed research products. Okay. Go ahead. Oh, this? I actually wrote out all the nutritional information and prices for my bioalchemy products in advance. But the customers still prefer to ask directly. So, I just read off the sheet for them. Running a stall is a huge challenge for me. Maybe I could get Noelle to interact with the customers, and I do the rest. No. Never mind. She's probably busy enough already. Hi there. Are you here to take- okay. I have here the Iota Series Rapid Acting Deep Freeze Mist Flower, the Theta Series Fragrance Enhanced Sweet Flower, Variation 21, and the Epsilon Series Tetra Sweet Sensedia, Variation 63. I'm proud to put my name to all of these products. You won't need me to read out all the details, right? Hi there. Are you here to take a look? Okay. Go ahead. I'm sorry for running off back then. I just thought that you and Noelle would do a better job of expressing things than I could. Did everything work out in the end? Mixing the Epsilon Series Tetra Sweet Sensedia, Variation 63, with the other ingredients didn't cause any problems, did it? Oh, and, how did things go with Razor? Phew. Thank goodness. Then, can I ask you for a favor? I want to make a note of the full recipe for the Thousand Wind wine we made. That way, we'll be able to recreate the exact same flavor we did today in the future, no matter how many years go by. Also, vielleicht fragt ihr euch, warum ich die alle anspreche, aber ich finde, das Voice Acting von den Synchronsprechern ist ziemlich toll und die haben da ja auch Arbeit reingesteckt und ich finde, das ist es wert, sich einmal anzuhören wenigstens, was sie da gemacht haben. Und man erfährt vielleicht auch noch ein bisschen Lore über die Charaktere, was ich ganz gut finde.
So, Wasserfall. So, wenn ich noch mehr von denen finde, kann ich noch mehr ansprechen, aber ich suche die jetzt nicht explizit, aber wenn ich eine sehe, dann Wasserfall. Wo ist hier überhaupt ein Wasserfall? Da hinten. Locker sie da versteckt. Dwing, 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 dwing. Ah, da, ich sehe es schon. Guck mal. Time to act. Hallo, mutigster und geschicktester Mensch der Welt. Ich heiße Pepe. Onkel Draff hat mir geholfen, diese Truhe des reichen Segens an ihren Ort zu bringen. Ich kann auch nicht noch so hohe Gipfel klettern, aber ich trainiere meinen Körper jeden Tag, um bald ein großer Jäger zu werden. Dann werde ich selbst ein Geschenk für dich verstecken. Wie nett. Das habe ich gefunden. Ich habe mein Geschenk beim Wahrzeichen der Helden von Mondstadt abgelegt. Oh. Wahrzeichen der Helden von Mondstadt. Time to act. Also nicht in Quillingen? Wahrzeichen der Wahrzeichen der Helden von Mond. Da? My family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. Das ist ganz schönes Schiedwetter hier. Body and mind. Wahrzeichen der Helden von Mondstadt. Offensichtlich muss es ja hier irgendwo sein, oder? Wenn es hier nicht ist. Wahrzeichen der Helden von Mondstadt. Sagt mir gar nichts, ey. To act. Body and mind. Quellingen. Wahrzeichen. Wahrzeichen der Helden. Ey, keine Ahnung. Wer sind überhaupt die Helden von uns? Geschweige denn ihr Wahrzeichen. Wahrzeichen der Helden von Mondstadt. Gibt es hier dann noch mehr? Nein. Es ist nur dieses Gebiet. Und wo zur Hölle soll hier ein Wahrzeichen der Helden von Mondstadt sein? Bin ich doof?
Da. Weingut. Das ist auch noch mit drin. Sonst noch irgendwas mit drin? Okay, dann skippe ich das erstmal. So. Beim Windstieg in einem roten Abenteurerzelt. Windstieg. Da. In einem roten Abenteurerzelt. Makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. Ich sehe hier einen Scheißdreck. So. So sieht's nämlich aus. Time to act. In einem roten Abenteurer. So rot. Sollte ja schon auffallen jetzt eigentlich, oder? Sollte man meinen. Da. Body and mind. Time to act. Aha. Das ist ja gar nicht da drin. Früher habe ich oft mit Freunden in dem Sternenzelt übernachtet. Wir betrachteten einerseits den Sternenhimmel und unterhielten uns andererseits angeregt über unsere Träume. Der Wein in den Gläsern erinnert mich unweigerlich an jene Zeit. Ach, war das schön. Jetzt blicke ich weiter nach vorne, aber ich vermisse dich. Stanley. Oh. Das Geschenk befindet sich in der Nähe des Haupttores des Weinguts der Morgenröte. Komm zum Besuch vorbei. Na, scheiße, das grenzt das natürlich wieder aus, ne? Ich dachte, vielleicht ist das hier die Helden von Mondstadt. Wer sind die Helden von Mondstadt? Ich habe gerade ein Brett vorm Kopf anscheinend. No. Body and mind. Zeichen der Helden von uns. Also, Ventis Statue könnte ich jetzt denken, aber erstens stand da schon eins. Und zweitens ist er jetzt kein Held, sondern der Archon. Helden von Mondstadt. Wer sind denn die Helden? Monster. Wahrzeichen. Oh. Body and mind. Ohne Disk. Strahlender Drehkristall. Als Winzer des Weinguts Morgenröte bin ich am stolzesten, wenn ich sehe, wie mein guter Wein hier Fass für Fass auf Wägen geladen wird und nach ganz Talbot gebracht wird. Wenn du möchtest, heiße ich dich beim Stand der Engelsgabe auf dem Weinmarkt willkommen, den frischen Wein zu probieren, wo es auch zeitlich limitierte alkoholfreie Getränke zu kaufen gibt. Der erfahrene Winzer des Weinguts Morgenröte, Connor. Oh, jetzt habe ich wieder weggedrückt, Scheiße. Dummer Shen. Ich habe einen festlichen Blumenkorb an das Haus direkt südlich des Weinguts Morgenröte abgestellt. Ich hoffe, dass du bei dieser Freude mit mir zusammen genießen kannst. Okay, südlich des Weinguts Morgenröte. Südlich, da. Time to act. Oh, guck mal. Die Look. So, what do you think of the Vine Laser Fest? Well, what would you like to know? I can sympathize with the anguish of being away from family. Certainly a tragic situation. But tragedy can also drive personal growth. And perhaps learning how to face it head on is part of growing up. Part of becoming an adult. Having the support of some good friends will certainly make that journey easier. So, what do you think of the Vine Lace? Well, what would you like? When I unsealed the wine, it seemed that the words of my late father were sealed inside. I wonder what he would think if he were to see me now. Somehow, I doubt he'd share the same view as he did back then.
If you say so. So, what do you think of the Vine Laser Fest? Have you in- Well, what would you like to know? To the people of Mondstadt, winemaking is a way of working through emotions and remembering our history. We're only able to make such high-quality wines these days thanks to the peace we enjoy. War is a thing of the distant past. Even though you might not see me reveling with the crowds, I am grateful for this, as much as anyone. Say, have you tried our latest product, Fruits of the Festival? If you have any thoughts on how it could be improved, I'm all ears. Macke wohl nicht. Na gut. Das ist das südliche Haus. Danke, Barbados. Unter deinem Segen gab es dieses Jahr nicht nur eine reiche Weinernte. Auch mein Sohn Guy ist ein wichtiges Mitglied der Ordre des Avonius und legt sich für das Weinlesefest richtig ins Zeug. Auch wenn wir beide sehr beschäftigt sind, glaube ich, dass wir durch unsere gegenseitigen Gedanken die Distanz überwunden haben und eng verbunden sind. Tanner. Okay. Jetzt habe ich nur noch das offen. Frage ist, ob das jetzt hier eingrenzt, wenn ich das jetzt mit der Herausforderung. Nö. Fuck. Wahrzeichen. Der Helden von Mondstadt. Das sind doch Löwenzahnblumen, oder nicht? Das Wahrzeichen der Stadt sind Löwenzahnblumen, oder nicht? Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde. Muss natürlich auch nicht. Great weather for practicing martial arts, but warte mal, perfect weather for reading. Hey, what's that ridiculous look for? You look as if you're trying to decipher some strange text written on my forehead. Wahrzeichen der Helden von. Bist auch gerade nicht aus dem Kopf. Wo in der Nähe von Quellingen diese Dinger wären oder in diesem Bereich. Gibt mit Sicherheit welche, aber wo jetzt genau? Vermutlich ist es einfach irgendwo in der Stadt, oder? Zeichen der Helden von Mondstadt. Uff.
auf der Mühle? Das wird auch schon angezeigt werden. Vielleicht sehe ich es ja von hier. Wahrzeichen. Es gibt keine anderen Bereiche. Es muss hier in diesem Bereich sein. Sonst hätte ich ja mal im Mondschiff gesucht, aber... Das Wahrzeichen der Helden von Mondstadt. Ich gucke jetzt erstmal hier. Wenn ich da vorhin schon war. Eigentlich ist es ja dieser Baum, oder nicht? Oh, Halleluja. Oh Gott. Wieso hat das vorhin nicht aufgeblinkt? Mein Gott. Ich weiß genau, Frieden und Ernte kommen nicht von allein. Nur wenn man sich wirklich anstrengt voranzukommen, können wir denen gedenken, die sie von vor uns gekommen sind. Fremder Freund, wenn du es möchtest, bring einen Toast auf den Wind aus. An Mondstadt, die vergangenen Tage des Widerstands und die heutige Freiheit. Jean. Okay. Das haben wir. Sehr schön. Puh, das war schwer. Da wollte mein Gehirn nicht so, wie ich wollte. Anscheinend. So, was haben wir hier jetzt noch? Achso. Sammle neuen Ladenkomponenten. Sammle alle Ladenkomponenten. Okay. Das sind die Belohnungen davon. Okay. Gehört das jetzt dazu? Achso, ja. Das war nur die Belohnung hier. Okay. Das war die Aufgabe und das waren die Belohnungen. Okay. Du hast alle Truhen des reichen Seelens in diesem Gebiet gesammelt. Zack, zack. Sehr schön. Jo. Nochmal einen ganzen Hintern voll Urgestein abgegrast. Aber wir alle sparen natürlich schon wieder auf Nilou. Die wollen wir natürlich alle haben. Jetzt gehe ich mal hier kurz rein. Und das Maximum ist 1000. Das haben wir jetzt erreicht. Da gibt es dann jetzt nochmal die Feder. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, sind wir mit dieser Aktion fertig. Das ist doch wunderbar. Ich frage mich, ob man das nochmal spielen kann. Sieht nicht so aus. Sobald man die Millionen überschritten hat, ist vorbei. Ja, gut. Okay. Ich würde diesem Event so, keine Ahnung, ne? 6, vielleicht 7 von 10 geben. Die Cutscene am Ende war sehr gut, die hat mir gut gefallen. Die letzte Quest auch tatsächlich. Die zweite hier, die festliche Anekdote, die zweite, boah, fand ich die langweilig. Ui, also die hat mir gar nicht gefallen, die hat es so ein bisschen nach unten gezogen. Was die Belohnung angeht, gibt es hier auf jeden Fall sehr viel. Da würde ich dann schon eher in die Region 8, 9 von 10 geben. Aber ansonsten, ja, also die Minispiele waren jetzt mehr oder weniger nicht neu. Tiere einfangen und so, also, ja, aber, also der hier zum Beispiel, das war ja, das gab es ja schon mal. Das war relativ viel Gekloppe. Die Wirtschaftssimulation fand ich ganz witzig, aber ein bisschen langwierig. Hätte man auch eine eigene Aktion von machen können, mit jedem Tag einen Zyklus oder so. Oder jeden Tag 10 Zyklen oder 2 Zyklen oder sowas. Keine Ahnung. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Wobei ich eigentlich ja mehr drauf stehe, wenn man alles auf einmal machen kann. So, und das hier fand ich eigentlich ganz witzig. Also das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Allerdings war man ein bisschen aufgeschmissen, wenn man keinen Plan hatte, wo man hin soll. Ne? Weil hier stand, das Wahrzeichen der Helden von Mondstadt. Das kann ja alles sein, ey. Ja, gut. Ne?
Aber wie gesagt, die Geschichte rund um Razors Eltern fand ich auch ganz gut. Und deswegen würde ich mich wahrscheinlich bei so einer 7 von 10 einpendeln für diese wunderschöne Aktion. Okay, meine lieben Freunde. Dann hoffe ich, dass ihr genauso viele wunderschöne Belohnungen ergattern könnt wie ich. Ich habe im Moment den lustigen Stab. Wo ist er denn? Da. Auf. Cordula. Nein, wie heißt sie? Candice. Und ja, der ist ganz nett natürlich, ne, als Forster-Option. Aber, ja, was soll man sagen? Ist jetzt auch halt nur eine Forster-Option, ne? Also. Den unendlichen Damage wird man da jetzt nicht rausholen. Aber das macht nichts. Ich finde, er sieht ganz cool aus. Und besser, man hat noch eine Forster-Option, die man relativ leicht upgraden kann. Ne? Hier gibt es ja noch den Bonus. Den sollte man vielleicht auch noch ausnutzen. Deswegen erzähle ich über den Stab überhaupt was, weil es hier noch den Aufstiegsbonus gibt. Dass man hier 50% mehr kriegt während dieser Aktion. Und das sollte man natürlich ausnutzen. Also, wenn ihr den upgraden wollt, habt ihr eine relativ günstige, gute, hohe Waffe. Die Dinger zu farmen ist so scheiße. Na gut, habe ich letztes Mal schon gesagt. So. Ansonsten wünsche ich euch noch jede Menge Spaß, gute Belohnungen und hoffe, wir sehen uns. Wo guckst du denn hin? Beim nächsten Mal. Was hat sie denn da angeglotzt? Chosen. I'm feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual.